Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Pillars of Eternity. Wir sind in Elmshaw und wollen uns hier mal ein bisschen weiter umgucken. Quiet. Of course. So, habe ich alles mitgenommen? Dann wollen wir mal gucken. Hier müssen. Ja, genau, hier war noch. Waren noch ein paar Kollegen. Idea. Geh da doch mal mit Okay. hin. So. Du hältst den mal fest. Du machst mal. Rolling Flame. Curse of Black and Cider. Warum denn nicht? Aha. Okay. Kleiner Grafikglitch, wie es aussieht. Mal wieder. Naja, kennen wir ja schon. Ja. Okay. Ja, sieht soweit alles ganz gut aus. Dann irgendwas, was Schaden macht. Ein Rest. Haben wir irgendwas, was Piercing Seal? Ja, komm. Werden eh bald wieder rasten. What? Okay. Du gehst mal auf den. Idea, wieso machst du Following eigentlich orders. nichts? Spiel doch mal mit. Gravias, Need something? Grace. Okay. Nee, du gehst auf den, du gehst auf. Wieso hast du eigentlich schon wieder die falsche Waffe in der Hand? So. Yes. Wow, Need very something? nice. That's it. Die. Tschüssikowski. Sehr gut. Was haben wir hier? Kram, den wir in den Stash packen können und Quiet. gucken wir mal weiter. Rainblade. Okay. Yeah. Ach du lieber Gott. Also halt, halt, halt. Du dahin. Du dahin. Du dahin. Wow, das ist eine ganze Menge. Und wir haben auch diese blöden Zauberviecher. Da machen wir auch mal irgendwas gegen. Okay. Was ist das hier eigentlich? This will prevent the chosen point suppressing all beneficial effects on enemies. Alloth. Na komm,
Magic Missile. Okay, sehr gut. Wow. Very nice, very nice. Alles tot. Okay. All right then. Gut. Pilze nehmen wir mit und okay, fangen wir mal oben an. Machen wir es strukturiert. Irgendwas ist hier. Okay. Hi, ach du liebe Güte. Oh Gott, Gott, das klingt. Okay. Das klingt gefährlich. Dunes. Kana auf ihn, Eder auf ihn. Upalalala, Ogre haben wir auch noch. Okay, das ist ein Problem. Spiel. Ah, ich hasse das. So. Yes. So, und du hältst die Kollegen mal fest. Wow. Auf wen greifst du an, Frau von Gell? Das ist nicht gut. Schajuk. Ah. Du müsstest mal irgendwas machen, um unsere Defense zu verbessern. Das hier zum Beispiel. Hier ist eine ganze Menge los. Aloth, Kast, ja, sehr gut. Wo ist Kana denn? Ist er der? Gehst auf den. Kana. Ja. Du gehst auf den. Wir haben wahrscheinlich alle unsere Zauber mal einsetzen müssen. Die sehen ja eher so ein bisschen schwierig aus. So. Wow. Du hast hier doch irgend sowas. Dominus is Sleep is Speak of the Restless. Okay. Wow. Ja. Nicht hilfreich.
Crossing any immediate vicinity, nicht so hilfreich. Mal gucken, ob wir sie einschläfern können. Okay. Hey. Ah, du könntest mal nach hier gehen. So, hast du noch irgendwas? Haben wir nicht sowas wie irgendwas, was auf einen geht? Pick major pieces to all line of attack. Nee. Ah, Spiel. Moment. Ah, Gottes Willen, ey. Könntest... So. Ich hasse das. Wenn man klickt aufs Level, aber das springt wieder zurück zu dem, was man vorher hatte. Es ist wirklich... Es ist lästig. Das Ding protects some outward force for causing a shockwave that questionable knocks any... Any? Foe, okay. Alternativ hatten wir... Nehmen wir mal das. Okay. Wow. Hier gibt's aber echt ganz schön aufs Maul. Pack die mal lieber hier hin. Ja, Spiel. Okay. Need something? Mal kurz eingefroren. Also, alles nicht schön. Du fällst bald um. Das ist, können wir nochmal irgendwas hier. Mal nochmal Mindblades. Bevor wir dich verlieren. Du machst nochmal. Cute. Okay, das muss nicht sein. Nicht einfach. So, auf jeden Fall wissen wir jetzt, dass da eine ganze Menge sind. Und vor allem nicht nur die beiden Oger. Wo war das denn? Hier irgendwo. Fangen wir mal so an. Was
haben wir hier? Gears of the Enderwinger, Mistfang, Gears, Good Fight, Petrifying. Beide geht auf die. Du machst schon mal gleich hier ein zusätzliches Monster hin. Wie weit reicht der blöde Zauber denn? Nicht allzu weit. Okay. Holy Radiance. Doing the job, huh? That was fun rock. Okay, okay, okay. Ringleader. So, alles, was irgendwie Schaden macht. Die an, du greifst auch die an, du greifst die an. Okay, du musst weiter heilen. Du schießt auf die Kollegin. Eder. Der Ogre geht auf den, das ist gut. Alles gut, solange sie sich gegenseitig bekämpfen, haben wir eine Chance. So. Okay. Lightning Storm oder wie auch immer das heißt, du. Halt sie lieber fest.
Arcana. Schlag auf den. Edea schlägt auf den. Adra Beetle da drauf. Und okay. Es ist nicht einfach. Nicht einfach. Ich meine, ich stelle mich wahrscheinlich auch einfach nur unglaublich blöd an, aber trotzdem. Hat er denn noch badly injured? So, du könntest kriegen wir euch beide? Nee. Okay. Also Ogre Matron scheint ja irgendwie ein bisschen gefährlicher zu sein. Er ist jetzt aber auch hin. Wieso sehen wir von dir eigentlich die Dings nicht? Near Death? Okay. Ach, da ist da drunter. Okay. Bisschen schwer zu sehen. So, jetzt muss ich irgendjemand mal um dich kümmern. Hast du irgendwas? Auf dich selber und du. So. How may I help? Uiuiui. Okay, ist jetzt mal vorbei, der Scheiß hier. Ja, heikel, heikel, heikel. Ich würde sagen, speichern. Gut, es waren auch eine ganze Menge Ogre. Also, was haben wir hier? Ogreblatt. Bestimmt für eine Menge Sachen gut. Garnet, Pearl. Topaz. Okay. Nice and quiet. So, also erstmal. Hatten wir hier unten noch Camping Supplies. Irgendwo. Hier. Wahrscheinlich werden wir eh gleich wieder rasten müssen. Nice and slow. Okay. So, ich hoffe, das waren auch alle. Nicht, dass hier sich noch irgendeiner verkrümelt hat, den wir nicht im Kampf gesehen haben. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, da sind noch ein paar mehr drin. Höhle. Gut. What the f- Oh! Over there.
Was ist das? Spiel. Potion of Delicious Laxative Motion. Mhm. Hey. Das ist eine interessante Brücke. Okay. Hatten wir eigentlich noch irgendwelche Aufträge hierfür? Was ist das eigentlich? Ah! Ne, und du warst. Ogre Shaman, okay, das würde passen. Ne, der ist bestimmt in der Höhle, oder? Obwohl, nee. Bounties sind. Die anderen waren immer draußen in. Unter freiem Himmel. It's been turned in the countryside around. He's been. And bring back his head as proof of the dead, okay? Nee, das war alles Twin Elms, ne? Gut. Oh, halt. Ist schon wieder. Okay, Aloth, du lässt das sitzt diesen mal aus, würde ich sagen. How may I help? Oh, Will-O-Wisp auch noch. Das muss da alles nicht sein. So. Huh? Wow, eine ganze Menge. Okay. Allerdings sind die auch, glaube ich, einfach nicht mehr so schwer, wie ich sie in Erinnerung habe, weil wir inzwischen 12 Level oder 11 Level ja schon erreicht haben. So. Okay. Boah, das doch. Ich würde sagen, damit können wir arbeiten. Oh, Aloth hat die Seite gewechselt. Das ist ein bisschen blöd jetzt. Ja, können wir ihn mal kurz. Sehr gut. Okay. Also ich meine, dafür, dass wir fast maximales Level sind, ist das muss man wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen besser spielen, wenn man hier mit niedrigerem Level auftaucht. Ach, das ist da alles nicht wahr, Aloth. Du gehst jetzt wirklich mal weg. Yes. Okay, das hat funktioniert. Okay, das hat auch funktioniert. Oh, da ist Wasser drin in dem Ding. Mhm. Interessant. Steady does it. So, hier unten. Ich würde sagen, wir werden gleich nochmal rasten, weil Aloth können wir ja nicht mehr viel beschicken. Rest. Oh, ne, da ist einfach nur Wasser drin. Hier ist noch so eine Brücke. Aha. Okay, gucken wir auch nochmal hin. Aber erstmal will ich den Rest hier unten. Ah. Fahren wir den. Ja. Okay. Ja, so richtig traue ich dieser Brücke nicht, aber
Alles gut. What the fuck? Anyone suspected of treachery must be reported at once. What? Theos? What the fuck? Du bist da, dich suchen wir doch. Können wir mit dir reden? Good, you have come. You have heard of the recent defections from our order caused by this... Was? Apostate in Praetum. What the f... an answer floats to the surface of your consciousness. Remembered from ages ago. Okay, das ist also wieder nur was aus der Vergangenheit. Yes, I have. This is a dangerous woman whose lies spread like plague. She inspires chaos, sows conflict. Because of these unusual circumstances, I am speaking to all our initiates personally to ensure there is no more dissension. You mean because she was one of us? Who she was no longer matters. If her following continues to grow, there will be war, and all our work will be undone. Ja, könntest du meinen Namen fallen lassen? Wäre ganz hilfreich. You were recruited from Praetum, were you not? Was ist das denn? You must have known this heretic woman, Yavara. Ah, danke für den Namen. Nee, sagt mir nix. Hearing the name, a flood of memories pours into your mind. Die ich mir aussuchen kann. Okay. We may have met a few times. And what was your opinion of her? She seemed respectable at the time. It seems we all had the wrong impression. Okay. I am trusting you to remain loyal to the gods in this. Oh, yeah, yeah. If you do not, you will have greater powers than me to answer to. Uh-huh. But you will answer to me as well. Yeah, yeah, da habt ihr nicht so... I understand, your eminence. Uppalesser. Okay. Und was sagt der Bohr dazu? Dem ist das reichlich egal. Dem Bohr auch. Okay. And what does the flame reveal? Das ganze Bohr-Familie hier. Lasst euch nicht stören. Wir wollen hier nur irgendwas Sellerie einsammeln. Warum denn nicht? Sehr gesund. Oder ob unbedingt gesund, weiß ich nicht, aber zumindest nicht schädlich. Ja, da wollten wir noch hingucken. Und aber erstmal den Rest der Karte. Hier ist nichts mehr, ne? Nope. Wo kommen wir da hin? Hearthsong. Burn IM Switch. Okay. Mhm. Ist das Ganze, ist das ein... Ist das so wie... Ah, okay. Also das ist... Twin Elms ist die zweite Stadt. Und das sind die einzelnen Bereiche der Stadt, so wie es aussieht. Oder zumindest die drei hier. Aha. Okay, da waren wir schon überall. Ja, 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 ja. Gut. Das habe ich noch nicht gemacht. So, da gucken wir hier erstmal am Ufer lang. Ah, halt. Zack, zack. Zack. Nice and slow. Das müsste erreichen. Du irgendwas Level 1iges, ja, du machst das. Okay. Easy peasy.
Ja, gibt ein gewisses Gefälligkeitsgefälle hier zwischen, wenn ich an die Oger denke und an die Popelfiecher hier. Alright then. Okay, dann gucken wir jetzt auch über die Brücke. Kann nicht mehr viel sein. Mehr Sellerie. Was ist das? Dying Monk. Oh. Oh. Wolltest du nicht irgendwas mit einem Stelgeier-Gedöns? Ah, nee, du wirst selber zu einem, ne? Das war's. Was ist das Blood Journal hier? True to Form. Autumn Stelgeier, okay. Die sind irgendwie böse, ne? Dying Monk. Habt ihr den angegriffen? Sollen wir dem helfen? Halt's mal fest. Du machst sie mal blind und du schießt einfach drauf. Du auch. Ja. Okay, so richtig gut ist der Kollege aber auch nicht, aber wir wissen jetzt vor allem, was ein Stelgeier ist. Please help me. Ja, machen wir. Huh? Huh? The man on the ground gasps for air, clutching his chest as he struggles. On closer examination, you see his red cloak obscures the full extent of his injuries. His face whitens, his blood pools around him. Please, traveler. He reaches out, artlessly extending his hand to you. Help the man get to his feet, ob das eine gute Idee ist? What happened? Forgetful, so careless, he mutters, blood seeping from his lips. Cuts on my knuckles from morning practice. He holds his blood-soaked hand out in front of him. The Stelgeiers, they smelled the blood on me, thought they found their next meal. Ja, das war tatsächlich ein bisschen doof hier. The man reaches down to clutch his left leg, his finger running along a jagged length of bone, protruding from his knee. Das ist nicht schön. They were almost correct. The man lets out a long sigh and smiles at you with a slow, knowing nod. Woher wissen eigentlich alle Leute hier immer, was wir sind? Dass wir benevolent waren, wussten alle, dass wir honest sind. Ist ja echt hier alle. Jeder weiß alles. You're known to us, Watcher. We know you have treated others honestly, fairly. His face becomes pale and lapses into a wide smile. And I have need of someone trustworthy to finish my mission. Be still, allow me to tend your wounds, or at least ease the pain. Ja, wir haben da einen verdammten Priester dabei. As you move too close to help, the monk places his hand on yours and gently rebuffs your efforts with his remaining strength. Your intentions are kind, but I must embrace my suffering. Ah ja, stimmt, du bist ein Monk, du stehst da ja drauf. Ja. And ready my soul for its next journey. This must be delivered to my order. The monk weakly grasps for his satchel, drawing from it a messenger's scroll case. Take it. It needs to be carried to the celestial sapling. What a stupid name. Give this to my brothers. They will reward you. Okay. Do not open it. The contents are for my brothers only. If the seal is broken, they will.
Forgive us immediately and reward us nevertheless. Blood erupts from the man's mouth, streams of red oozing down his neck. His head slumps backwards and his body goes still. Oh. Mhm. Very, very carefully opening the scorecast. Ja, der... es ist verlockend, aber andererseits, die verlassen sich ja ein bisschen auf unsere Ehrlichkeit und sind wir mal, machen wir es mal nicht auf. The score case is crafted of darkly stained oak in the likeness of a thin tower. Along its length, 5 black seals adorn the case, each with its own symbol. A small flame, an open palm, a crescent moon, a shining sun and a balanced gale. The seals would more than likely break if you were to try and open the case. Stow the scroll case in your pack. You place the scroll case in your pack and venture onward. Okay, jetzt bist du tot. Nehmen wir dir noch dein Geld weg. ja. Okay. Hm? Wie sonst noch irgendwas? Quatsch. Wer hat das denn jetzt? Wo ist das denn? Ist das so ein Quest-Items? Ah, und jetzt können wir es auch nicht einfach nochmal versuchen. Okay. Okay. Gut. Dann ist die Entscheidung, trifft man also quasi einmal gleich am Anfang und dann muss man mit seiner Entscheidung leben. Kommen wir darüber? Nee. Okay, hier war also nur der Monk. Hallo. Hallo. Okay. Gut, dann gucken wir jetzt noch. Hier war da auch noch irgendwo. Hier. Gucken wir uns das noch kurz an. Ich würde sagen, in die Höhle gehen wir dann beim nächsten Mal. Let's see what lies this way. Okay. Das sieht wichtig aus. Aber offensichtlich nicht im Moment. Okay, gut. So. Dann sind wir hier ja soweit fertig. Da müssen wir noch rein. Was das ist. Okay. Amshock Cave. Ja, ich würde sagen, da gucken wir beim nächsten Mal rein. Und würde sagen, sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder mit dem Amshock Cave. Okay, also bis dahin. Tschüss.